habt es wahrscheinlich schon an der Überschrift gelesen, Street Foods. Um Street Foods geht es heute. Und zwar machen wir uns auf dem Weg Richtung Herzens Istanbul nach Eminönü. Und wir werden so leckere Sachen für euch ausprobieren. Ich bin nicht so oft drüben, deswegen ist es für mich auch immer wieder Neuland, drüben zu sein. Wir sind seit einer Stunde unterwegs bereits und ich würde sagen, los geht's. Ich glaube, wir sind gerade hier irgendwo, müssten wir sein, falls ich mich nicht irre. Und dann geht es hier rüber, glaube ich. Oder hier? Ja, auf jeden Fall hier irgendwo. Also, let's go. Jetzt tierisch auf mein Fischbrötchen. Und zwar ist das hier sehr, sehr bekannt. So sieht das Ganze aus. Also Salat, Fisch und ein Brot, ein halbes. Preistechnisch kostet das Ganze hier 50 TL. Sind umgerechnet so viel Euro. Und ich habe Hunger. Norwegisches Kumrusu. Diese Fischschiffchen befinden sich hier übrigens auch in Eminönü. Da müsst ihr einfach ein Stückchen weiter laufen. Und wenn der Aussichtsturm bzw. wenn der Galataturm genau gegenüber von euch ist, dann seid ihr an der richtigen Adresse. Genau, ich werde jetzt hier mein Fischbrötchen noch genießen. Aber das ist auf jeden Fall eins, was ihr in der Türkei in Istanbul auf jeden Fall einmal probieren haben solltet. Ein bisschen Pickeljuice hier bestellt. Das ist super, super beliebt hier. Das gibt es auch an jedem Stand eigentlich. Habe ich so jetzt pur noch gar nicht getrunken. Probieren wir jetzt nach dem Fisch nochmal drüber aus. Ich bin super, super salzig, aber auch super erfrischend. Irgendwie ist es eiskalt. Lecker, müsst ihr einfach probieren. Das Ganze gibt es übrigens auch mit Inhalt. Ich habe das jetzt, wie gesagt, ohne bestellt und werde das jetzt austrinken. Aber lass uns einfach weitergehen. Esse ich jetzt auch übrigens das erste Mal Simit mit Nutella, habe ich jetzt so auch noch nie probiert. Simit ist eigentlich eine Art Brot mit Traubenmelasse überzogen und dann mit Sesam obendrauf. Super, super lecker, essen die Türken hier eigentlich so zum Frühstück, für unterwegs einfach nur pur. Und diesmal haben wir eins mit Nutella erwischt und probieren wir jetzt mal. Super crispy, auf jeden Fall frisch. Wenn ihr keinen frischen ergattert habt, dann ist es super zäh und man kann es kaum essen. Aber das ist sehr, sehr frisch und sehr lecker. Das Ganze hat 13 TL gekostet, umgerechnet so viel Euro. Und auch das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir sind jetzt hier vor dem ägyptischen Basar. Das ist einer der größten und ältesten Basars in Istanbul. 1664. Ich mag es kaum glauben, aber lasst uns mal reingehen und mal schauen, was es hier gibt. Kommt auf jeden Fall hier einmal kurz vorbei. Ja, das ist der Schutz vom bösen Auge, Schutz vom bösen Blick. Das ist sozusagen das Amulett dafür und damit könnt ihr euch dann sozusagen davor schützen. Ist ein Aberglaube, aber wer daran glaubt, kann es bei sich zu Hause aufhängen oder tragen. Denke ich auch so eine Art Schmuckstücke da. Muss halt jeder einfach für sich selber entscheiden. Super lecker. Hier gibt es übrigens auch Baklava mit Schokolade, mit Walnussfüllung. Sieht sehr gut aus.
durch die Unterführung durch. Und hier gibt es so ganz kleine Mini-Shops, finde ich eigentlich voll cool. Kann man auch ein bisschen shoppen. Auch so schöne Fake-Artikel. Ist jetzt nicht so meins, aber ja. Ihr seht, hier gibt es viel Kleidung. Und wenn die Preise schon fix sind bzw. ausgeschildert sind, Leute, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht verarscht werdet. Ich liebe den türkischen Mokka, Leute. Lasst uns auf jeden Fall noch irgendwo einen türkischen Mokka trinken, falls ihr eine gute Gegend findet. Aber wir machen uns jetzt auf die Suche nach Kokodej oder Islak Burger. Let's go! Wow, es ist aktuell super leer hier. Das ist normalerweise so voll, dass du hier nicht mehr durchgehen kannst. Was ist hier los? Ja, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem türkischen Kaffee, der türkische Starbucks, wo wir uns frischen Kaffee holen können, ich würde sagen. Let's go. Und warten jetzt auf unseren Kaffee, beziehungsweise auf frisch gemahlenen Kaffee, ich freue mich drauf. Ich hole jetzt auch noch eine Packung von 125 Gramm, weil es ist nicht so lange haltbar, weil es halt frischer Kaffee ist. Und ich glaube, so viel Kaffee kann ich gar nicht trinken, weil ich bin die Einzige, die Kaffee trinkt. Zauberste. Auch sehr beliebt ist der sogenannte nasse Burger. Das ist ein Hamburger, der getrieft ist mit Tomatenmark. Nicht überall zu bekommen, also da muss man auch wahrscheinlich die guten ausfindig machen, bevor man nach Istanbul kommt. Wir haben jetzt hier einen um die Ecke gefunden, das nennt sich Bambi Buffet und werden das Ganze jetzt einmal probieren. Also es ist einfach ein Burger mit Tomatenmark sozusagen. Also ihr seht hier einfach Hamburger mit Tomatenmark, Fleischpatty, einfach ein ganz normaler Burger, also richtig, schmeckt mir gerade richtig gut. Kostenpunkt 2 Stück mit 2 Eiern, 35 TL. Hier super, super berühmt bei Hafez Mustafa. Hier gibt es unter anderem alle Süßspeisen, die ihr euch wünscht, von Lokum bis über Zileche, alle Kuchen, Süßspeisen aus Milch. Also hier müsst ihr unbedingt vorbeischauen, natürlich auch leckeren Kaffee. Und ich habe mir jetzt hier 2 Zileche bestellt. Einmal haben wir einmal hier mit Karamell, den habe ich hier noch nie gegessen, und einmal ganz neu mit Kaffee. Kenne ich so jetzt auch noch nicht. Zileche mit Kaffee werden wir jetzt einmal probieren. Bin gespannt. Aman Allah'ım. Ercan, böyle bir şey yok. Super lecker, richtig cremig, richtig, schmeckt super lecker nach Kaffee. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Eigentlich sagt es ja schon alles, die letzte bestellt aus 3 Arten von Milch. Also ich glaube, es besteht aus Ziegenmilch, normaler Milch und Bullenmilch, wenn ich mich nicht irre. Super lecker, probiert es unbedingt. Karamell wollen wir jetzt aber auch nochmal probieren. Ein Traum von Zileche. Kommt sofort, rennt, wenn ihr in Istanbul seid, zu Hafez Mustafa und probiert unbedingt die Zileches aus. Richtig lecker. Böyle bir kahve ihtiyacım vardı Ercan. Bu nasıl bir kahve? Çok lezzetli. Ich habe mir übrigens noch Kaffee geholt. Nochmal Kaffee. Reicht ja nicht. Ach, der war so lecker, Leute. Oh, also darauf freue ich mich. Ihr Lieben, das
das war's mit meinem heutigen Video, Leute. Ich bin so voll. Ich würde gerne noch so viel mehr für euch probieren, aber ich würde sagen, es muss auf jeden Fall noch ein paar zugeben. Falls ihr Vorschläge für mich habt, schreibt diese gerne in die Kommentare, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Und dann würde ich sagen, nervigste Abschlussformel, Tschüsseldorf.